Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Schwert. Wir sollen hier unser rostiges Schild zurückgeben, scheinbar. Wir sollen es nicht behalten und ja. Ich würde sagen, das machen wir dann auch. Möchtest du das rostige Schwert zurücklegen? Ja. Wenn es nur unbedingt sein muss. Sakyan, Zamazenta, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Kling. Hopp und du, gebt das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. So, das wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen, Shawnee. Was hast du jetzt vor, Sanya? Ich bleibe noch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Hä? Der Energiequellendetektor schlägt aus. Oha. Oha? Ah, das sind die. Wir haben schon gefragt, wer hier diesen Lärm veranstaltet. Gott, seht ihr euch an. Was für Idioten, ey. Oha, oha. Sind Sie etwa Professor Sanya, die Autorin von Die Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie hat mein Buch gelesen? Ja, gewiss doch. Wir haben keine Seite, keinen Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ich zitiere: Ein widriges Buch voller Lügen. Leider nicht mehr wert als ein Stein. Wie bitte? In meinem Buch stehen ganz sicher keine Lügen. Sag mal, geht's noch? Das ist super unhöflich. Ich bin Schwerthold. Ich bin Schildrich. War das Design dieser zwei wirklich eine gute Idee? Ich glaube eher nicht. In unseren Adern fließt blaues Blut. Denn wir sind die einzig wahren Königin-Erben Galas. Und nicht nur das, wir sind obendrein auch noch unheimlich berühmt. Wahre Erben, blaues Blut, was faselt ihr da? Das stimmt mit denen nicht. Oha, oha! Sind das etwa das Schwert und das Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha! Sind sie das wirklich? Sie sehen ja unfassbar schäbig aus. Ich bin nicht gerade erpicht drauf, sie mit bloßen Händen anzufassen. Schwerthold klaut rostiges Schwert und Schildhold klaut rostigen Schild. Schildrich. Hey, Finger weg! Wir haben die erst gerade zurückgebracht. Wird doch nicht deine Meinung gefragt, hä? Wir haben nur etwas vom Boden aufgelesen. Aber da du dich so lausalt beschwerst, kannst du sicher beweisen, wem sie gehören, hm? Wie soll ich denn beweisen, wem das alte Zeug gehört? Jedenfalls sind das Schwert und der Schild sehr wichtig für Sakyan und Zamazenta. Alter, meine Güte, für einen einfachen Jungen aus dem niedrigen Volk legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so jetzt zum Fenster lehnst, macht es dir sicher nichts aus, die Sache in einem Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass wir uns für keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Du hast die Ehre, gegen mich, den mächtigen Schwerthold, zu kämpfen. Warum müssen wir jetzt gegen solche Vollidioten kämpfen? Ich meine, seht ihn euch an! Was für ein Spaß, ey! Laucht sie los. Ey, der Typ geht mir sowas von auf den Sack. Mit seiner Scheißfrisur, ey. Ich weiß nicht, welcher der schlimmer ist. Ob, hier, Schildrich oder Schwertfried. Ich hab die Namen bestimmt verwechselt, aber ist mir egal. Wow, es war gar nicht mal so viel Angriff. Es war gar nicht mal so stark. Dieser Schwerttanz gefällt mir auch nicht. Okay, Overdrive. Reflex. Das Vieh muss weg. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt, genau. Gute Arbeit. Kämpft jetzt nur mit, ich sag mal, Schwert-Pokémon, oder? Wo ist der Witz jetzt? Sersurio, oh. Wechseln wir aus auf Pampros. Ja, nee, das hat jetzt nicht mehr wirklich was mit einem Schwert zu tun. Durenka. Leute, ist der Witz, dass, oh, Eisenschädel, ach die Scheiße. Ist der Witz daran, dass Delios mit einem Durengard im Team den Kampf beginnt? Ist das wirklich der Witz dran? Schwert und Schild und das Pokémon besteht quasi aus einem Schwert und einem Schild? Das kann kein Zufall sein, oder? Ich meine, ich dachte mir schon lange, ey, auf den Spielen Schwert und Schild sollte eigentlich ein Durengard abgebildet sein, aber... Der hängt zu Delion. Oh shit, ein Tektas. Der hängt zu Delion, den hatte ich jetzt bisher nicht unbedingt so im Kopf. Nehmen wir Reflex. Ja, also, dann nehmen wir es liegen, glaube ich.
Er startet mit dem Durengard, weil wegen Schwert und Schild. Ha! Ja, gute Arbeit, Game Freak. Gute Arbeit. Das war witzig. Jetzt merkt man daran, dass ich jetzt eine knappe Stunde später drüber lache. Overdrive! Sehr gut. Wollt ihr beiden Idioten eigentlich? Wisst ihr, die sind mehr nervig irgendwie. Duokless! Ja, okay, gut, du hast scheinbar doch. Du hast scheinbar doch. Schwert-Pokémon. Naja, auch die machen ihr platt, würde ich sagen. Boah, das waren genug Aufwärmübungen. Ja, jetzt mache ich ernst. Ach ja. Mit deinem Duokless wirst du ernst machen. Ah, ist ja schön. Pampros, wende das Ganze mit deinem Erdbeben. Das war's. Nicht! Was? Du Kackvieh! Du Kackvieh! Das war mutig von dir, du Sack, du! Naja, wir machen noch... Ja, komm. Pferdestärke! War was anderes. Und Batz! So, kriege ich jetzt mein Schwert wieder? Damit meine ich nicht Duokless oder deine komische Frisur. Ich meine damit das rostige Teil da. Apfel-Level-Up, sehr schön. Kramor auch. Oh, fantastisch. Wir haben gewonnen! Oh Gott, seine Augen! Habt ihr das gesehen? Oh, wie konnte das passieren? Meine Pokémon! Oh nein! Warum hält er sich dabei die Nase fest? Ah, rostiges Schwert habe ich wieder an mich genommen. Perfekt. Es scheint, als hätte ich deine Fähigkeiten unterschätzt. Immer hast du das Team besiegt, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo! Wie dem auch sei, dem Lachen nach Vorteilen hat mein jüngerer Bruder den Sieg errungen. Oh, Hopp, du bist so eine Pfeife! Ich auch nicht, tut mir leid, ich hab verloren. Ja, was war denn los, Junge? Hä? Hat dich meine glorreiche Haarpracht so sehr eingeschüchtert? Oder warst du mit den Gedanken einfach woanders? Aber sag mal, lieber Bruder, ist das nicht der Trainer, der einen Deinos unter Kontrolle gebracht hat? Oh, jetzt wo du sagst. Ja, du hast recht, das muss der kleine Ratzläufer sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meinen Informationen zufolge war er auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt haben. Was so ein Frevel! Dann hat dieser Bengel also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verehrte? Meine, sieht die Wandmalereien, die die Statuen von Sakyan und Samusenta verdeckt hat? Schon hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurde. Ziehen wir uns fürs Erste zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit und dann stampfen wir in den Grund und Boden. Oh, so machen wir's. In diesem Sinne, Ade. Hey, hier geblieben! Gebt den rostigen Schild sofort zurück! Hopp, warte! Also wirklich, er kann den doch nicht einfach Hals über Kopf nachjagen. Du trägst das Ganze ja wie immer mit Fassung, hm? Seltsam, dass Hopp gegen diesen Schnösel verloren hat. Er wirkt etwas unkonzentriert während des Kampfes. Vielleicht war das ja der Grund. Immerhin musste er dabei zusehen, wie du als sein Rivale zum Champ geworden bist. Selbst jemand wie Hopp wird es zu schaffen machen, wenn er das Ziel vor Augen verliert. Aber dann beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal diese beiden Clowns, Schwerthold und Schildrich, finden. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen können. Wollen wir das vielleicht im Labor von Brassby besprechen? Ja, okay, machen wir halt. Gut, wir kriegen noch kein legendäres Pokémon. Gut, bis dann gleich im Pokémon-Labor. Okay, ich muss immer nicht zurücklaufen. Ich krieg mein legendäres Pokémon scheinbar noch nicht. Vielleicht könnte ich's... Nee, ich glaube nicht, dass ich es jetzt bekommen würde, aber... Naja. So, kleiner Radweg. Und da wären wir. Geh da rein. Bin ich richtig? Ich bin, glaube ich, richtig. Oh? Professor Sarnia, Sie haben Besuch. Ah, Shawny, da bist du ja. Ist das deine Assistentin? Korrekt, ich habe mit meiner Forschung jetzt alle Hände voll zu tun, also hilft sie mir aus. Präsident Rose hat eine Menge an Wunschsternen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Meine Assistentin hilft mir bei der Verwaltung dieser Stücke, damit ich nicht den Überblick verliere. Sie ist mir eine große Hilfe. Ach was, ich mache doch nur meine Arbeit. Du bist also Shawny, der Champ. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Dann komm mal mit, ich will dir was zeigen. Was denn? Erinnerst du dich noch an meinen Energiequellendetektor? Er schlägt aus, wenn er eine hohe Konzentration in Galarpartikeln erfasst, also an einem Ort, an dem die Dynamaximierung möglich ist. Nun, du wirst es nicht glauben, aber
Der Detektor hat aus irgendeinem Grund angeschlagen, als diese zwei Clowns aufgetaucht sind. Und wie hilft uns das weiter? Das bedeutet... da hinten das Bild von Raupi. Oh, und Duflo. Oh, von Raupi. Fantastisch. Ich liebe Raupi. Wir müssen nur den ungewöhnlichen Ausschlägen eines Energiequelldetektors folgen, um die Clowns ausfindig zu machen. Na gut, dann sag mal, wo muss ich hingehen? Schwerthold und Schildrich. Oder waren es Schwerdrich und Schildhold? Ach, ich bringe diese beiden Namen immer durcheinander. Clowns ist kürzer und passt. Also bleiben wir beim Thema. Ich habe überall in der Galar-Region Energiequelldetektoren verteilt. Also dann. Zeigt, was ihr könnt, Detektoren. Hier. Ja, und nun? Bringt mir das was? Wow, so einen heftigen Ausschlag hatte ich nicht erwartet. Das Signal kommt aus dem Turfelstadion. Man sieht nichts Ungewöhnliches. Immerhin ist im Stadion die Dynamaximierung möglich. Aber die Messwerte sind außergewöhnlich hoch. Denn Dynalas kann nicht die Ursache sein. Schließlich hast du es schon längst gefangen. Also hat es vielleicht etwas mit diesen beiden Clowns zu tun. Shawnee, als Gem solltest du diese Sache auf den Grund gehen. Ich habe deine Karte so modifiziert, dass du direkt sehen kannst, wo die Detektoren ausschlagen. Das vereinfacht die Orientierung. Okay, danke. Ich gehe jetzt. Jetzt fühlt sich alles so gestreckt an. Hier, wir gehen dahin, um zu erfahren, dass wir dann dahin können. Und da musst du dann wieder dahin. Ne? So, fliegen wir dahin. Mit dem Kamur-Taxi. So, im Stadion soll es also so sein. So. Seid ihr hier, ihr Spasten? Irgendwie nicht, aber zwei Räderleiter. Na, wenn das nur... Oh, der Jam, gut, dass du hier bist. Was ist los? Ja, was für eine lässige Begrüßung. Als unser neuer Jam bist du ja noch... Eine Nummer größer als die Dynamax-Pokémon. Also, ich war gerade mitten in einem Schaukampf mit Ness, als plötzlich dieses Dynamax-Pokémon ins Stadion geplatzt ist. Von seinem Trainer war weit und breit nichts zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Personals gekümmert. Oh, wow, was ist da los? Hopp. Okay, jetzt sollten alle Zuschauer aus der Nordkurve des Stadions in Sicherheit sein. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, das Dynamax-Pokémon tobt immer noch umher. Ja, danke für deine Hilfe, Hopp. Ich wusste, auf dich können wir zählen. Du bist echt ein herausragender Arena-Challenger. Tja, und trotzdem habe ich im Vorturnier den Kürzeren gezogen. Ah, Shawnee! Ich bin doch diesen beiden Clowns gefolgt. Und da habe ich gesehen, wie sie ins Stadion von Turfield sortiert sind. Ich wollte sie noch weiter verfolgen, aber dann ist hier plötzlich Chaos ausgebrochen. Da musste ich einfach helfen. Leider habe ich die beiden dadurch völlig aus den Augen verloren. Tut mir echt leid. Ich würde zu gern mehr über diese beiden merkwürdigen Gestalten erfahren. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass dieses Dynamax-Pokémon sich wieder beruhigt. Wir haben es hier mit einem ziemlich starken Gegner zu tun, Shawnee. Als Champ wirst du uns doch sicher zur Seite stehen, oder? Klar doch. Ich schätze, ich bin auch dabei. Das Pokémon trifft zwar keine Schuld, aber es geht mir trotzdem gegen den Strich, dass es mir die Show gestohlen hat. Als Bruder des ehemaligen Champs bist du sicher auch mit von der Partie, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe sein werde. Ach Gott! Ich bin ein Klotz am Bein. Also ich kenne den Bruder zwar kaum, aber ich bin mir sicher, dass er sich nicht so leicht von seinem Weg abbringen lassen würde. Obwohl er sich zugegebenermaßen ziemlich oft verläuft. Kommst du mit? Na schön. Hopp, stell dich nicht so an, nur weil du mal verloren hast. Ja. Passiert jetzt da drin irgendwas, oder was ist da los? Oh. Oh. Gut, ich meine, ja. Zeigen wir es diesem Mistvieh. Wie gesagt, das Pokémon kann nichts dafür, aber... So, ich Dynamaxe mal und... wir haben hier Spezial. Und, physisch. Wir nehmen hier die, was ist besser? Wir nehmen die physische Attacke, glaube ich. Ja, die psychische meine ich. Los, besiegen wir das Vieh. Ich übernehme den Dynamax-Part. Los geht's, Reflex. Glück hat die Reflex vorne. Okay, Leute.
Zusammen mit zwei Arenaleitern und auch Hopp dürfte das Ganze schnell down gehen. Hey, da unten ist ein Trapfel, glaube ich. Irgendjemand hat verfehlt. Next Strike, okay, nice, das war cool. Deiner Faust. Gegen wen? Gegen alle, quasi. Aber ja, der kämpft mit einem Trapfel, ich meine... Oh, shit. Ness, das war gar nichts. Deiner Giftschwall. Was ist das? Hey, das ist Schaden. Und jawohl, Spezialangriff wird erhöht. Das ist sehr gut. Trapfel. Drachentanz, okay. Ja, okay, okay, kannst du ruhig machen. Und dann greifst du bitte auch an irgendwann, ja. Nochmal. Deiner Giftschwall auf jeden Fall. Feuerball von Ivalo. Oh, fantastischer Schaden. Verbrennung erhalten. Noch fantastischer. Nochmal Drachentanz. Okay, dieses Trapfel wird langsam sicher gefährlich. Aber es dauert noch ein bisschen, bis es zum Angriff kommt. Hast du das Problem? Naja, Giftschwall. Da müsste es das gewesen sein, glaube ich. Ja. Kann ich mir jetzt das Royal fangen? Ich glaube nicht, oder? Das gehört ja eigentlich jemand. Ja, ich muss es nur wieder besänftigen, könnte man sagen. Hat Geleb eingesetzt, okay, es geht ihm wieder gut. Das wäre geschafft. Dieses Dynamax-Zeug ist einfach nicht mein. Ich fände mir einfach nicht geheuer. Du bist nach wie vor kein Freund vom Dynamax-Phänomen, hä? Aber in diesem Fall kann ich es nachvollziehen. An dieser Dynamaximierung eben war etwas faul. Da war keine Spur von seinem Trainer. Außerdem konnte Fruyal seine eigene Kraft nicht richtig kontrollieren. Es hat fast schon verwirrt auf mich gewirkt. Oh, stimmt. Wir gewöhnen dich Dynamax mit einem Pokémon, indem es auf ein Dynamax-Band reagiert. Die Harmonie zwischen Trainer und Pokémon wurde dadurch irgendwie gestört. Hast du irgendwas Ungewöhnliches gespürt, Johnny? Ich weiß nicht. Eher nicht. Vielleicht ist es noch zu früh für voreilige Schlussfolgerungen. Jedenfalls lässt sich sein Trainer hier nach wie vor nicht blicken. Eine äußerst rätselhafte Sache. Ich werde dafür sorgen, dass man sich im Stadion von Thorfield gut um Frühjahr kümmert. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Ihr habt mir echt aus der Patsche geholfen. Bla 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 bla. Seltene Ligakarte von Yaru. Oh cool. Also gut, mein Kleines, dann komm mal mit. Okay, um das Pokémon wird sich gekümmert. Ist gut. Ah, diese Idioten wieder. Oh, du hast uns im Dynamax-Schauspiel tatsächlich ein Ende bereitet. Hoho. Wie erwartet hat der Champ der Pokémon-Liga nichts Besseres zu tun. Hoho. Was macht ihr da? Hier steckt ihr zwar also. Gebt uns den rostigen Schild. Und zwar sofort. Ja, mir ist neu, dass es sich dabei um dein Eigentum handelt. Und selbst wenn es so wäre, wir geben dir gar nichts zurück. Bei euch piept's wohl. Kommt auf der Stelle da raus. Was habt ihr überhaupt hier zu suchen, hä? Ich dachte, alle Zuschauer, das Personal sei aus dem Stadion evakuiert worden. Derlei Vorschriften gelten nur für den Pöbel. Unser Eins betrifft das nicht. Aber ganz genau, denn wir sind berühmt. Hä? Dass jemand mit solch einer absurden Frisur wie du das nicht begreift, wundert mich kein bisschen. Mein geschmackswerter Freund. Und der ist dieser absonderliche schwarz-weiße Look. Skandalös, nicht wahr, Bruder? Mir doch egal, was ihr zwei unverschämten Migranten vor mir haltet. Wie dem auch sei, unser Experiment war ein voller Erfolg. Gewiss doch, als nächstes sollten wir versuchen, noch stärkere Pokémon zu deiner maximieren. Ja, gewiss doch, zu guter Letzt enthüllen wir die wahre Natur von Sakian und Zamazenta. Was habt ihr mit Sakian und Zamazenta vor? Spür die Lausche auf, achtenswerter Champ. Wir werden ab sofort ein Dynamax-Pokémon nach dem anderen Amok laufen lassen. Wenn du uns aufhalten willst, solltest du dich besser an unsere formschönen Fersen heften. Die berühmtesten Fersen, die du je zu Gesicht bekommen wirst. In diesem Sinne, Ade. Was für Idioten, ey. Hast du dieses ganze Chaos auf eurem Mist gewachsen? Hey, bleibt gefälligst stehen. Ihr könnt doch nicht einfach abhauen. Immer mit der Ruhe, Hopp. Du darfst nicht gleich den Kopf verlieren. Aber die zwei machen die Biege. Wir müssen sie doch aufhalten. Sie können uns geradewegs in eine Falle locken. Wir sollten ihnen nicht blindlings nachlaufen. Aber... Ah, na schön. Vielleicht hast du recht. Gut, dann atmen wir jetzt alle mal tief durch und beruhigen uns. Außerdem, wegen Gebrabbel dieser beiden Typen, können wir zumindest schon einmal schließen, dass sie das Pokémon zur Dynamaximierung gezwungen haben. Und sie wollen dasselbe mit anderen Pokémon machen. Wir müssen sie aufhalten.
Dann ganz meine Meinung. Um den restlichen Schild kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal was gegen diese Typen unternehmen. Johnny Ness, schnappen wir sie uns. Alles klar. Wo uns unser Weg als nächstes hinführt, das erfahren wir erst im nächsten Part. Das war es bereits wieder mit Pokémon Schwert. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!